Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe es geschafft, wieder Mittwoch. Endlich ist unsere Baustelle, nein, sie ist nicht weg, aber wir haben wieder Internet. Wir hatten heute früh keinen Strom, da wollte ich dann die Anleitung schreiben. Ja, es ist etwas chaotisch bei uns. Wir wohnen in der Straße, die sehr, sehr alt ist. Also die ist auch nicht ausgelegt für die ganzen Bausachen, die da gerade stattfinden. Weil die bauen auf die Grundstücke mittlerweile nicht nur ein Haus wie früher, weil es waren so alte Grundstücke, wo dann halt so Gemüsegärten und so dabei waren. Und die sind jetzt immer nach und nach geteilt worden, die Grundstücke. Und dann bauen die da ganz, ganz viele Häuser drauf. Und deswegen müssen unsere Leitungen irgendwie neu gemacht werden. Und ja, das ist alles etwas tricky anscheinend. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich gucke jetzt auch immer wieder rüber und drüber, weil ich wollte ja eigentlich fleißig sein und dieses Jahr die YouTube-Videos extra aufnehmen. Bloß, ich habe auch nur 24 Stunden. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit und ja. Nee, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann ist jetzt hier auf Instagram wieder hochkant. Und hier drüben nehme ich das gleiche Video auf im Querformat für YouTube. Wer es noch nicht gesehen hat, die ganzen Videos vom Nähabend, leider dann eben im Hochformat im Moment, sind der Block 1 bis, glaube, was haben wir jetzt gehabt? 24? Ja, heute ist der 25. Also Block 1 bis 23 sind im Hochformat auf YouTube. Block 24 habe ich gerade eben aufgenommen, vor einer Stunde noch, und der ist jetzt auch, also es gibt alle Blöcke jetzt auf YouTube und auf Instagram. Auf YouTube kann man ja immer ein bisschen besser anschauen, weil man da ja immer ein bisschen stoppen kann, dann nähen kann oder auch mal zurückspulen kann, was ja hier auf Instagram immer ein bisschen komplizierter ist. Da muss man immer unten gucken und kommt nicht so ganz klar damit, mit dem Hin- und Her-Gespule. Ja, also nur so viel dazu, warum ich dauernd hier rüber gucke. Wir nähen heute einen sehr schönen Block, wie ich finde. Da drüben. Einen sehr schönen Block, wie ich finde. In einer sehr schönen Art, die es erlaubt, sehr genau zu nähen oder auch ganz, ganz lustige Sachen zu nähen. Und das ist der Shooting Star. Also ich habe, warte mal, ich muss hier mal kurz, so, ja, ich habe hier wieder die Zeichnung gemacht mit den Farben. Man kann das natürlich auch bunt machen, also man kann jetzt, sich einen Hintergrund komplett nehmen und dann die Sterne hier in bunten Farben machen. Hier unten ist wieder das Feld, die Felder zum Zeichnen, damit man da wieder kreativ sein kann, die eigenen Farben einzeichnen kann, damit man nicht durcheinander kommt. Bin ich ja, ich glaube, irgendwie bin ich immer ein wenig schusselig. Oder mein Nahtrenner, den liebe ich. Habe ich vorhin nämlich jetzt im Block Nummer 24 auch schon wieder ganz dolle gebraucht. Und ja, hoffen wir mal, dass jetzt alles gut geht. Ist ja auch ein bisschen warm draußen. Also unser Shooting Star, den gibt es in den Größen Zentimeter 20x20, 30x30 und 40x40 Zentimeter. Und in Inch habe ich ihn in 8, 12 und 15 Inch. Also, dazu gibt es dann immer Schablonen. Wo ist die? Schönen Abend in die Runde! Also, eine Frage. Ein paar hattest du schon bei YouTube hochgeladen. Gut Ding will Weile haben, ja. Das Problem ist, dass wenn ich jedes Video jetzt wirklich aufnehmen würde, ich käme nicht dazu. Ich habe im Moment, toi toi toi, ihr habt produziert anscheinend sehr schöne, viele Tops. Und deswegen habe ich im Moment sehr viel zum Quilten, was ich super finde, weil ich das sehr gerne mache. Und da komme ich halt aber zu manch anderen Sachen nicht. Aber ich glaube, diese Variante lief ja letztes Jahr schon ganz gut. Ist für mich halt immer so ein bisschen, sind wir überall im Bilde.
Aber ich habe es letztes Jahr geschafft, also schaffe ich es dieses Jahr auch. Genau, deswegen, ja. Also die Schablonen kommen alle, in, je nachdem im Format, da steht dann immer unten drunter, welche Größe es ist. Und du druckst die dann aus in entweder 100% oder nicht skaliert. Das ist wichtig, damit die Schablonen auch in der richtigen Größe aus dem Drucker kommen. Dafür gibt es auf dem Papier, wo die Schablonen drauf sind, oben so ein kleines Kästchen. Da steht dann drin entweder 1 Inch groß oder 3x3 cm und das musst du dann nachmessen. Dieses Feld muss dann eben 1 Inch oder 3x3 cm groß sein. Und dann hast du es richtig ausgedruckt. Wenn es natürlich irgendwie nicht richtig ausdrückst und wenn es nicht auf die Reihe geht, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, weil nähen kann man so oder so. Und ich denke mal, in dem Sampler, da sind so viele verschiedene Größen, dann muss man es halt irgendwann am Schluss anpassen mit einem Rand außenrum. Oder bei einem Kissen, wenn du nur ein Kissen draus nähst aus dem Block, dann musst du es halt einfach mit einem Rand außenrum dementsprechend anpassen auf die Größe, die du haben möchtest. Eine Frage, wo kann man anschauen, was ich quilte? Da darf ich ja immer nicht so, weil ich müsste jedes Mal, wenn ich einen Kundenquilt quilte, den Kunden erstmal fragen, darf ich den ganzen Quilt zeigen oder darf ich das zeigen, darf ich jenes zeigen? Also, und das ist irgendwie, mag ich nicht. Da fühle ich mich irgendwie komisch. Das ist irgendwie, wenn ich sage, ja, wunderbar, ich quilt Ihnen das, das kostet so und so viel. Und ach, übrigens, ich würde es gern, ja, nee. Da bin ich entweder, weiß ich nicht, zu schüchtern, aber irgendwie finde ich, macht man das nicht so. Oder ich habe auf jeden Fall da nicht so das gute Gefühl. Wenn die Kunden von sich aus sagen, ich glaube, da war gerade ein Verbindungsfehler, hat er mir zumindest angezeigt. Ich hoffe, es ist alles wieder da. Wenn die Kunden von sich aus sagen, da habe ich jetzt einen oder zwei schon liegen, du darfst das alles zeigen, du darfst den ganzen Prozess zeigen. Ah, schon wieder ein Verbindungsfehler. Ich hoffe, das geht heute gut. Also wenn ich das vom Kunden aus, wenn der das von herein, von sich aus schon sagt, zeig's gerne, ich würde mich freuen. Dann mache ich das natürlich. Aber ich werde nicht nachfragen, ob ich es darf. Das mache ich nicht. Also wie gesagt, ich kann immer kleine Ausschnitte zeigen, wo ich halt immer den Bereich zeige, den ich gerade quilte oder einen Teil vom Quiltmuster. Das ist okay. Aber der ganze Quilt ist nur okay, wenn der Kunde von allein sagt, darfst du zeigen. Genau. Deswegen einfach bei Instagram gucken oder ich habe auch ein paar kleine Videos bei YouTube schon hochgeladen, ich glaube 2 Stück. Also da, ansonsten kann ich leider nicht so ganz zeigen, was ich quilte, weil meine Quilts, dazu komme ich nicht. Aber ist ja schön, ich freue mich über eure Quilts. Bei mir geht es ja eher ums Quilten, dass ich quilten darf. Und da ist, glaube ich, egal, ob ich meine oder eure mache, ja gut, egal nicht. Mit dem Ganzen verdiene ich ja irgendwo auch meinen Lebensunterhalt. Genau, aber jetzt mal zum Block. Also, diese Schablonen gibt es. Und ja, ihr habt, glaube ich, bei dem Block Nummer 13 schon, haben wir das schon gehabt, Nähen auf Papier, ne? Da hatten wir ja den schon genäht. Und das war ja auch Nähen auf Papier. Also, wer sich da schon geübt hat, der kann das ja wunderbar schon. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorgenäht, damit wir ein wenig schneller vorankommen. Aber jetzt will ich doch erst noch zeigen. Genau. Also das hier ist der Block. Und wenn man den Block mehrfach näht, könnte das dabei rauskommen. Also man kann ihn entweder hier mit, sieht man das, mit einem Streifen dazwischen. Ja, also hier ist immer um den Viererblock eine Umrandung. Oder wenn man die Blöcke alle aneinander näht, dann schaut so aus. Dann habe ich das Ganze noch so auf die Spitze gedreht. Also wenn man den Block auf die Spitze setzt, das kann ich nachher zeigen, wenn er fertig ist. Und hier unten haben wir noch die Tischläufer-Varianten. Genau, also das ist auch immer noch in den Anleitungen dabei, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann, ja, wie es ausschaut, wenn es fertig ist oder wenn man das alles so oder so aneinander näht. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet und
Ne? Also man näht entweder, je nachdem wie die Größe ist, bei der kleinsten Größe, die ich jetzt gerade nähe, das sind 20 x 20 cm, da ist der Streifen in einem. Dann habe ich das nicht ganz so hinbekommen, weil dann hätte ich es dauernd teilen müssen und dann hätten wir es dauernd zusammenkleben müssen auf dem Papier, weil irgendwann ist DIN A4 halt nicht groß genug. Deswegen habe ich die anderen, die sind immer hier in so Zweier-Dinger. Und die muss man dann halt hier noch aneinander nähen. Und dann, ja, aber das seht ihr, wenn ihr die Schablonen ausdruckt. Genau, also wir haben jetzt 4 solche Streifen am Schluss, die wir dann zum Block zusammennähen. Jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Streifen. Ihr müsst den ausschneiden, so dass der eine Rand hier noch stehen bleibt. Deswegen habe ich hier oben jetzt einen Teil dran gelassen, damit ich es zeigen kann. Also bitte nicht an der inneren Linie schneiden, sondern an der äußeren Linie schneiden. Das ist dann hier dieser Zwischenraum, das ist die Nahtzugabe. Die muss stehen bleiben, weil sonst wird er ja nicht hübsch. Genau, also und dann habe ich mir hier noch markiert, wer sieht, die Farben. Weil, ich habe das natürlich heute auch schon mal ausprobiert, das ist falsch. Weil da habe ich mir natürlich nichts markiert. Oh doch, am Schluss, ne? Am Schluss habe ich es mir markiert. Nee, ich habe es mir markiert, aber falsch markiert. Ja, Schussel. Ne, also normalerweise, Moment, das ist der richtige und das ist der falsche. Nur so wie mit der Konzentration war es bei mir heute nicht so ganz. Genau, also hier nochmal richtig, diese kleinen Teile, das sind die Sterne und die muss man sich halt dementsprechend markieren. Wir haben einmal einen farbigen Stern und einen ja, bei mir nicht so farbig, also so cremegrau. Genau, deswegen einfach gucken. Und dann kann es hier losgehen. Jetzt drehe ich euch mal um zur Nähmaschine, damit wir mal gucken können. So. Also wir fangen an, das Ding ist nummeriert. Der Buchstabe D hat jetzt bloß zu sagen, dass ich die Reihe A, die Reihe B und die Reihe C bei meinem 20x20 cm Block schon genäht habe. Und jetzt sind wir bei Reihe D und die hat nicht nur Buchstaben. D können wir jetzt außer Acht lassen, das ist egal. Hier geht es von 1 nach 2, nach 3, nach 4, nach 5, nach 6, nach 7, nach 8. Also so nähen wir das Ganze jetzt runter. Hier ist eine Frage von der Vera. Kann ich statt Papier auch Flisofix bei FPP? Nein, Flisofix nicht. Flisofix ist ein aufbügelbares Vlies, das sich beidseitig kleben lässt. Ja, damit kannst du Applizierungen machen, aber damit kannst du kein FPP, also Foundation Paper Piecing heißt das, Nähen auf Papier auf Deutsch, kannst du nicht machen. Muss ich die Vorlage dann kopieren, aber brauche ich dann Papier nicht mehr rausreißen. Ja, nee, also das wird meines Erachtens nichts. Falls du doch mal das probieren möchtest und mir dann vielleicht Rückmeldung geben kannst, gerne. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, und außerdem, ja, nee, weil das Klebevlies, das unter dem Papier drunter ist, das Flisofix besteht aus einer Schicht Papier und einer Schicht Klebevlies. Und nö, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber gibt ja nichts, was nicht gibt. Probier's aus, dann. Ich habe es noch nie ausprobiert, bloß ich kann es mir nicht denken. Genau, also, wir fangen an. Ich habe mir hier markiert, D1 ist G, also grün bei mir. Und D2 habe ich nichts hingeschrieben, weil das dann der andere Stoff ist. So, da schneide ich jetzt mal großzügig. Das Schöne an der ganzen Methode finde ich immer, dass man so im Stoff rum
drin rumschneiden kann. Ich weiß, dass manche das überhaupt nicht toll finden, aber ich finde es toll. So, also wir fangen mit D1, also grün bei mir an und deswegen liegt der grüne Stoff mit der rechten Stoffseite auf der Tischplatte. Da drauf kommt dann das Blatt Papier und zwar so, dass es hier über dem Strich, über diesem Strich zwischen D1 und D2, über dem hier die Nahtzugabe übersteht hier hinten. Also das muss, um die Nahtzugabe muss der Stoff da drüber stehen. Das kann natürlich auch mehr sein, aber es darf nicht weniger sein. Und dann können wir uns das mit einer Nadel erstmal so feststecken, damit uns der Stoff, wenn wir den schon richtig hingelegt haben, nicht abhanden kommt. So, und dann suchen wir uns für D2. D2 ist ja ganz klein, also ich werde irgendwo ein Stückchen auf diesem Riesenteil finden, das dann dahin passt. Vielleicht hier so. Und das kann man hier bündig anlegen. Also muss einfach nur dann, wenn man es umklappt, hier unter der Fläche wieder rauskommen. Dann nehmen wir unsere Nähmaschine. Hier ist es jetzt egal, welchen Fuß wir haben. Egal, ob wir mit Inch oder mit Zentimeter nähen, wir brauchen einfach irgendeinen Nähfuß, weil wir nähen ja auf den Linien, die hier auf dem Papier sind. Dann stellen wir die Stichlänge. Ich stelle sie jetzt auf 1,8. Normal ist bei mir 2,4. Aber ich stelle sie jetzt auf 1,8, damit der Stich klein wird, damit das Papier so wie perforiert wird und sich dann besser raustrennen lässt. Vera, du kannst ein dünneres Papier nehmen. Ich habe ja normal sind die Kopierpapiere die 80er und ich habe im Laden für solche Sachen auch immer ein 60er. Das wäre eine Möglichkeit, falls es mit dem Raustrennen dann, falls das, ja, das wird dann besser auf jeden Fall. Also wir fangen an zu nähen auf dem Strich und da ist meine Manie mit dem Vernähen sehr wichtig. Also diesmal müsst ihr das übernehmen. Wenn du anfängst, musst du zwei Nähte nach vorne, zwei Nähte zurück, damit da eben vernäht ist und am Ende auch vernähen bitte, weil sonst... Was ist denn hier schon wieder los? Ich glaube, meine Nähmaschine ist heute auch zu heiß. Weil wenn man nicht vernäht, dann kann es sein, wenn man eben das Papier später rausreißt, dass der Stoff ja mit weggerissen wird, wieder aufgeht und dann hat man alles umsonst genäht. So, jetzt können wir die Nadel entfernen. Und wir haben jetzt hier das erste genäht. Das sieht alles ein bisschen wüst noch aus, aber es nimmt gleich vorne Formen an, ich verspreche es. Wir arbeiten jetzt erst noch auf der Seite. Wir knicken das erstmal, ne? Also wir haben diese Naht hier genäht. Und jetzt knicken wir das Papier erstmal so um. Und jetzt wird hier, muss mal Lineal. Schauen wir mal, ob wir alle Kameras nach unten kriegen. Die hier mal auf die Seite. Entschuldigung. Einmal Kamera runtergekracht. Die hing hier nicht richtig drin. Ach ja. Schauen wir mal, ich glaube so. Ah, besser. Also. Und das auch noch bei der Hitze. Uiuiui. Also, wir haben genäht, dann knicken wir hier so um. Und dann nehmt ihr ein Lineal. Ich habe hier so ein kleines Lineal. Habe ich auch im Shop. Ihr wisst ja, alles, was ihr bei mir hier so rumfliegen seht, ist auch immer im Shop zu bekommen. Das Lineal brauchen wir jetzt, wenn wir hier... Ja, das Genähte und wenn wir hier umgeknickt haben, schneiden wir hier um die Nahtzugabe. Es kann
weniger mehr sein. Es ist jetzt nicht zwingend, dass es ganz genau die Nahtzugabe eingehalten wird. Es soll halt ein Bereich stehen bleiben, damit der Stoff nachher nicht kaputt geht. Also das haben wir abgeschnitten, falten es wieder zurück, dann drehen wir es um, tun die Nahtzugabe, den Stoff so nach außen falten, dann kommt unser Roller zum Einsatz oder ihr schnappt euch euer Bügeleisen und macht euren Stoff schön glatt. Und dann wird hier rum mal der ganze Sums, den wir nicht brauchen, abgeschnitten. Um hier oben richtig schneiden zu können, machen wir gleich schon den nächsten Schritt. Also als nächstes ist ja dann, wir haben jetzt D1, D2 genäht und jetzt nähen wir hier oben die Naht zu D3. Und damit wir die Nahtzugabe da gut schneiden können, legen wir das Lineal an der Kante, wo wir jetzt gleich nähen, an dem Strich. Und dann falten wir hier so schon mal das Papier. So, also das ist jetzt, ne, hier haben wir D1 und D2 haben wir genäht. Jetzt nähen wir dann hier an dem Strich, wo dann D3 drankommt. Und da knicken wir aber erstmal. Und dann legen wir das Lineal hier oben an, damit wir da schon mal die Nahtzugabe wegschneiden können. Und dann schneide ich hier außenrum das Ganze, damit meine Stoffe hier mal ein bisschen ordentlicher ausschauen. Schneide ich also den Überstand noch schnell ab und dann können wir auch schon das nächste dran nähen. So, jetzt schaut es sauber aus. Und wir haben hier die Nahtzugabe ja schon über. Jetzt müssen wir gucken, D3 hat keine Markierung, also ist D3 bei mir das hier. Genau. Entweder nimmt man das oder wir haben Add a Quarter, das gibt es auch, das Lineal. Das ist eben, mach eine ein Viertel dazu. Und das ist eben die Nahtzugabe bei den Inch. Ein Viertel. Also das Lineal kann man genauso nehmen. Das ist ein bisschen kleiner. Aber ich fand jetzt meins auch immer ganz nett, weil man außenrum auch alles Mögliche abschneiden kann. Irgendwelche kleinen Lineale braucht man auf jeden Fall, um da das schön zu schneiden. So, wir haben jetzt wie gesagt D3 und den Stoff. Da ist dann diese Kante und hier legen wir auch wieder den Stoff rechts auf rechts. Ihr könnt eine Nadel reinmachen, ihr könnt ihn aber auch festhalten, rumdrehen auf den Tisch. So. Warte mal. Ein bisschen kompliziert heute mit den zwei Kameras. Ich gewöhne mich aber wieder dran. Das wird schon wieder werden. Ne? Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder wie war das? So. Gut. Also, wir haben den Stoff rechts auf rechts. Dann nähen wir jetzt auf der Naht, die an D3 angeht. Vernähen wieder nicht vergessen. Fäden abschneiden immer gleich, weil irgendwann müssen wir sie abschneiden und wenn wir sie gleich abschneiden, geht es ein bisschen besser. So, haben wir angenäht. Jetzt geht das Gleiche wieder los. Wir haben gefalzt oder gebügelt den Stoff um. Dann knicken wir die Linie zwischen D3 und D4. Ja, also die nächste Naht, die genäht wird, ist dann die hier. Dafür
nehme ich mal die Schere, dann muss ich nicht dauernd rüber an den Tisch. Dafür knicken wir um und schneiden die Nahtzugabe ab. Also mit Nahtzugabe den Stoff ab. Dann schaut es so aus. Und jetzt nehmen wir wieder den grünen, ne? Weil ich habe hier grün gekennzeichnet. Und legen den an. Da schauen wir. Passt auf jeden Fall. Könnte ich so machen. Und entweder mit Nadeln oder gut festhalten, umdrehen. Und unter die Nähmaschine. Und hier die Naht zwischen D3 und D4 nähen. Die Fäden wieder abschneiden. Und den Stoff nach oben klappen. Gut falten. Und dann haben wir hier die nächste Naht, ist die Naht zwischen D4 und D5. Dann knicken wir die Linie zwischen D4 und D5 und mit Überstand abschneiden und wieder nach oben falten. Jetzt ist die nächste ist D5, das ist wieder mein heller Stoff, bei mir ist keine Farbmarkierung. Keine Farbmarkierung ist der helle Stoff. Wieder rechts auf das Teil, wieder umdrehen. Und wieder vernähen. Fäden abschneiden. Und haben wir genäht, dann können wir wieder hochklappen. Dann wieder bügeln. Und der nächste ist D6, also wird bei D6 einmal geklappt. Und mit Nahtzugabe abschneiden. Dann kann ich nämlich gleich mal, weil der eine ist jetzt gerade so anzunähen, klappe jetzt gleich noch bei D7, dann kann ich nämlich hier meinen Überbleibselstoff hier grob abschneiden. Also ihr merkt, ich liebe schon dieses Außenrumgeschnibbel. Da dürfen wir mal so richtig chaotisch rumschneiden. So, jetzt kommt, was ist das? D6 wird angenäht. Also diese Naht hier mache ich jetzt. Dafür lege ich, na, da ist ein Schnitt drin. Also doch so rum. Die Naht zwischen D5 und D6. So. Na, könnte man noch mal gucken. Ist ein bisschen viel Nahtzugabe bei mir, aber ist jetzt nicht schlimm. Also falten wir wieder auf. Und drehen wir wieder um. Zur D7 habe ich ja vorhin schon die Markierung geknickt. Also habe ich da schon eine Knicklinie drin.
damit ich meinen cremefarbenen Stoff abschneiden konnte. So, so schaut es im Moment aus. Jetzt fehlt D7. D7 wird wieder grün. Also wie gesagt, nähen auf Papier ist easy. Man muss bloß immer gucken, dass das Stoffstück, das man gerade annäht, groß genug ist nach dem Aufklappen. Deswegen nähe ich mittlerweile gerne mit so großen Stücken. Die sind zwar dann immer wenn unhandlich, wenn man das Ganze auffaltet und schneidet. Aber irgendwie, irgendwas ist ja immer, ne? Bei Nähen man mit kleinen Stücken hat man immer die Gefahr, dass der Stoff irgendwie vielleicht doch zu klein ist. Also irgendwas ist immer, ne? So, jetzt knicke ich den letzten. Das ist der zwischen D7 und D8. Der wird wieder geknickt. Achso, hier kann ich ja nicht schneiden. Und eine grobe Nahtzugabe. Deswegen arg grob. Aber wie gesagt, lieber zu viel wie zu wenig. Und mein letztes Stoffstück. Das könnte hier gut hinhauen. Und die letzte Naht zwischen D7 und D8. So, und wieder wenden und Fäden gleich abschneiden und hochklappen. Oh Mann, ich hab's. Ich hab zu hoch gepokert, das reicht nicht. Ich sag ja, der Nahttrenner, mein bester Freund. So, wir versuchen es nochmal. Also, wo nehmen wir jetzt hier? Upsi. Ist schon ganz schön weit unten, aber das könnte was werden. Also das ist immer so das einzige Anstrengende, dass nicht irgendwo ein Stückchen fehlt. Ich habe mir früher immer die Mühe gemacht, das Ganze anscheinend Schablonen auszuschneiden, aber mittlerweile tue ich halt einmal auftrennen. Wo ist denn hier? Jetzt hat es gerade noch funktioniert. Gerade so. Da oben reicht es noch. So. Gut, jetzt schaut es mir unhandlich aus. Jetzt gehen wir noch mal hier rüber auf die Schneidematte. Und so. Jetzt wird nämlich alles noch mal akkurat außenrum geschnitten. Das kann man entweder mit Lineal machen. Oder man orientiert sich hier halt einfach an dem Papier. So. Und schon schaut er hübsch aus. So, jetzt muss ich hier mal. Also das Einzige an Nähen auf Papier ist für mich immer so dieses Unordnung. Ich nähe ja gerade noch ein anderes Projekt auf Papier und auf der anderen Seite vom Tisch schaut es noch viel schlimmer aus. Ja, das ist so die Chaos
Methode. So, und die beiden gehören zusammen. Und so. Das wird jetzt gleich unser Shooting Star Block. Genau. Jetzt müssen wir nämlich nur noch die Teile hier aneinander nähen. Also da ist welche Stichlänge ich nehme? 1,8. 1,8, also irgendwas Schmales, irgendwas Kleines, damit da dieses Papier später schön rauszutrennen ist. Du kannst es natürlich auch mit der normalen, ich habe auch schon öfter mit der normalen Stichlänge genäht, aber aus Versehen natürlich, weil ich es mal wieder verbummelt habe, aber dann ist es halt nicht so schön rauszutrennen. So, also wir nähen die jetzt aneinander. So, ganz normal, rechts auf rechts. Und wenn du die immer auf die eine Seite umgelegt hast, also den Stoff, so wie ich immer so nach oben geklappt hast, dann passen die hier auch so aufeinander. Also dann rutschen die Nahtzugaben so auch schön ineinander. So, und dann wird jetzt hier an dem Strich einfach hier so runtergenäht. So. Also irgendwas. Ich glaube, der ist auch zu warm. Teil. Einmal Stern, zwei Sterne. Und die anderen beiden nähe ich auch gleich zusammen, ne? Die beiden hier. Auch wieder entweder mit Klammern oder mit Nadeln oder was auch immer. Oder du legst es einfach bloß hübsch aufeinander. Das, ja. Gut. Ich habe letztens auch einen guten Tipp gesehen, um das Papier rauszubekommen. Das Papier einfach mit dem Pinsel nass machen. Weil dann ist, also hier mit dem Pinsel an der Naht entlang gehen, dann ist das Papier aufgeweicht und lässt sich leichter raustrennen. So, dann haben wir die beiden und die nähe ich jetzt noch so aneinander. Mir macht das immer irgendwie total Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und fertig ist unser Shooting Star. Das können wir uns nochmal angucken. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Fragen.
Also, so schaut er jetzt aus. Der Shootingstar. Und von da hinten, von der Rückseite so. Ich würde jetzt erst das Papier raustrennen und dann hier den entweder auseinander oder um. Wie gesagt, das ist ja immer Bauchgefühl. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Da gibt es keinen Muss. Und das ist jetzt die 20x20 cm Größe. Wie gesagt, ihr könnt den 20x20, 30x30 oder 40x40 cm. Ich finde den nämlich in groß bestimmt auch sehr schön. Also wenn ein so ein Kästchen hier 10 cm hat, dann haben wir 10, 20, 30, 40. Ne? Dann haben wir so einen 40x40 Block. Sieht bestimmt cool aus, wenn man die dann alle auch noch bunt macht. Also den bunt und den, also alle. Und dann so einen bunten Quilt. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da aus Resten bestimmt auch was richtig Cooles zusammenbekommt. Und ja, wie gesagt, die Anleitungen gibt es im Shop. Wer noch nicht dabei ist beim Sampler und jetzt Lust bekommen hat, den Sampler gibt es auch im Shop. Da kriegst du dann jede Woche eine Anleitung von mir zu diesem Video. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend noch und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich, ich werde jetzt dann die Papier mit die Methode mit dem Pinsel und dem Wasser, ne, wenn man hier über die Nähte dann mit dem Wasser drüber geht, mit dem Pinselchen, irgendwo habe ich, oder ich klaue wieder mal meinen Kindern. Die braucht man jetzt eh nicht. Meine Tochter schreibt heute, hat heute die erste Abschlussprüfung in Deutsch geschrieben. Morgen geht es weiter mit Französisch. Ich glaube, ich bin mehr aufgeregt als meine Tochter. Aber die braucht jetzt dann eh mal eine Zeit lang keine Pinsel. Mein Sohn glaube ich auch nicht wirklich. Die malen im Unterricht nicht so wirklich. Also da kann ich mir die Malpinsel mal zumindest einen stibitzen. Und dann probiere ich das mal aus. Probiert es mal. Hier mit dem Pinsel ein bisschen Wasser und dann das hier nass machen, das Papier. Dann ging zumindest in dem Video, das ich gesehen habe letztens von jemand anderem, ging sehr schön und schnell weg. Genau. Also ganz viel Spaß beim Nähen und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch, wenn ich nicht vorher schon irgendwas von mir hören lasse. Entweder vom Quilten oder Neues aus dem Laden. Schauen wir mal, was noch so kommt diese Woche. Habt viel Spaß mit dem Shootingstar. Das war Block Nummer 25. Alles Gute. Ich sag ihr alles Gute für die Prüfung. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wie gesagt, Mütter sind da, glaube ich, mehr aufgeregt. Aber nächste Woche ist alles rum. Am nächsten Mittwoch kann ich euch sagen, dass es gut gelaufen ist. Sie hat nämlich viel gelernt. Sie war ganz fleißig. Also, einen schönen Abend, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.